Hallo zusammen, wir haben heute den Gedenktag der heiligen Maria Magdalena oder auch Maria aus Magdala, der sogenannten Apostolin der Apostel. Für mich ist Maria Magdalena auch immer wieder die Person, die mir den Satz ins Gedächtnis ruft. Warum das so ist, das weiß ich eigentlich nicht. Da wundern Sie sich vielleicht jetzt drüber, aber seien wir ehrlich, es gibt viele Dinge im Neuen Testament, im Leben Jesu, da kann man schon feststellen, ja, das ist so, aber warum das eigentlich so ist, das weiß ich nicht wirklich. Zum Beispiel die 12 Apostel. Warum hat er genau diese 12 ausgewählt? Dass es sie gibt, weiß ich. Warum aber ausgerechnet die, das weiß ich nicht. Die sind die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Und dann gibt es da auch noch seinen Freund, den Lazarus. Jesus aufersteht und begegnet als erstes Maria aus Magdala und fordert sie auf, zu den Aposteln zu gehen. Komisch. Warum ist er nicht selbst zu den Aposteln gegangen? Warum das so ist, das weiß ich nicht. Der Gedenktag der heiligen Maria aus Magdala, liebe Schwestern und Brüder, er zeigt uns eigentlich immer wieder, dass wir den lieben Gott nicht in der Tasche haben. Wir können auf seine Hände schauen, auf seine Worte hören, schauen auf das, was er tut. Aber es gibt immer wieder Dinge, da müssen wir einfach sagen, warum das so ist, das weiß ich nicht. Und am Ende steht dann die Frage nach unserem Vertrauen zu ihm. Haben wir dasselbe Vertrauen zu Jesus wie damals die 12 Apostel, wie Maria aus Magdala? Liebe Schwestern, liebe Brüder, nehmen wir diesen Gedenktag als ein Geschenk dafür, dass Gott immer der andere ist, Jesus immer der andere ist, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern auch heute in unserer Welt, in unserer Gegenwart. Ihnen alles Gute, Gottes Segen und bis bald.